weggeschmissen. Ja, deswegen hat deine auch nur so kurz gehalten. Weil die halten länger, wenn man sie direkt an seine Füße wirft. Ach so. Okay, dann los. Ich schwimme hier noch ein bisschen in der Lava rum. Siehst du mal, sogar ohne die Leiter jetzt. Ich lösche mich mal eben. Ich brenne mal weiter. Okay, viel Spaß. Das sieht so schön aus. Da ist jetzt echt nur Wasser in der Mitte. So. Ja, sehr gut. Hier ist so dunkel. Dampf, Dampf, Dampf. Ja, aber da oben ist das Portal. Das kriegen wir auch hin. So, dann geben wir uns noch eine Speed Potion und jetzt sind wir ganz Portal. Schnell. Ah, da. Ich glaube, okay. Dieses Portal hier. Jo, hast du in die Uhr geschaut? Mit den 1000 Köpfen. Ja. Habe ich sogar erwähnt. Oh, ja. Muss ich ja zuhören. Ich glaube, ich habe ein Passwort gefunden. Wir sind in der Hölle, ich brenne. Du bist auf der falschen Seite der Hölle rausgelaufen. Toll, jetzt bin ich wieder. Holst du mich zu dir? Ich kann dich nicht, ja. Ich darf dich nicht in die Hölle hinein teleportieren. Das sind Minecraft-Regeln, aber ich kann dich gerne, so herholen. Gerade. So. Ich weiß. Ja, so, ist. Bitteschön. Vielen Dank. Wo bist du? Ich bin hier eigentlich direkt vom Portal. Du siehst mich wahrscheinlich nach dem Portal wieder. Ich bin ein Geist! Ja, ich wollte mich gerade wundern, dass hier unsichtbare Kräfte am Werken sind. So, wo darf ich? Ach, da. Man sollte natürlich auch nach unten schauen. Was ist hier gemein? Huch! Hier hängen eigentlich Bilderrahmen am Portal, aber ich sehe sie nur aus bestimmten Winkeln. Ich sehe die alle komplett. Und die ganzen Sachen drehen gerade ziemlich durch. Die Komparsen und Uhren sind. Liegt am Shader. Okay, dann machen wir hier in der Hölle den Shader weg. So. Ja, hier in der Kiste. Scheint ein Passwort zu sein. Kekse. An die Ofenkartoffel. Aber 581 schreiben die. 581. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Auch wenn du sie nicht mehr so extrem brauchen wirst, deine Klasse wird dich durch die restliche Map begleiten. Wähle also gut. Können wir eine Klasse auswählen? Ach, da vorne können wir eine Klasse auswählen. Wie eine Klasse? Ich habe keine Klasse. Ich auch nicht, ich habe nur Finesse. Ritter, Bogenschütze, Noob-Klasse, Magier, Geist. Oh, guck, ich bin Geist. Ich bin Noob. Achso. Huch, die Geistklasse hat aber dauerhaft dieses Bild drehen. Nee, das nehme ich lieber nicht. Denn, was hat das? Das, was wir beim Bogenschießen bei der letzten Map hatten. Achso. Das ist super. Nicht unbedingt schön für die Aufnahme. Ich mache mal einen Bogenschütze. Das hat oder? Ja alles einen Bogen. Soll ich dann dazu einfach als Gegenstück einen Ritter machen? Kannst du gerne machen. Dann nehme ich einen Ritter. Ritter. So. Zack, dann ziehe ich auch mal meinen wunderschönen Helm hier aus. Meinen Kopf. Ja. So. Damit wir unsere Rüstungen anlegen dürfen. Und was steht denn dort Schönes? Lege deine Rüstung ab und wähle deine Klasse, haben wir schon gemacht. Piu! Der brennt. Ach. Guck mal, man kann sich hier sogar noch eine Klasse aussuchen. Ich will die nur mal anschauen, wenn man sich hier einstellt. Aha. Aha. Okay, dann lege ich mal meine Ritterklasse da oben hin und dann bin ich Tank. Dann halte ich mir, oder? Will ich mir Schaden machen? Du hast halt eine Diamantrüstung. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich ja auch das Beste aus allem zusammenwählen. Das wäre aber, glaube ich, geschummelt. Nein. Okay, dann lege ich die Diamantrüstung da oben hin und behalte sie für den Notfall. So. Dann kämpfen wir so mit. Weil ein Diamantschwert ist immer noch besser bei der Ritterklasse halt. Ja, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Überhaupt? Wie kommt Wasser in den Nether? Ich schätze da drüben, wo es so schön dunkel ist. Schwer dreimal drücken, normal zweimal drücken, einfach einmal drücken. Einmal drücken. Ich glaube, ich sollte den Schwierigkeitsgrad andrehen. Erst Schwierigkeit plus Klasse wählen. Vor dem Betreten natürlich kannst du auch ohne Kämpfen durch, aber macht Spaß und zählt als Cheaten. Macht keinen Spaß und zählt als Cheaten, okay. Ah, guck, das hat Kommando-Blocks haben den Schwierigkeits... Das ist einfach, was wir hier gerade hier vor uns sehen. Okay. Oh. Ich höre, es sind so viele Blazes, dass die ganzen anderen Sounds von Minecraft gar nicht mehr fertig abgespielt werden. Ja, ist schön. Du hast ja eh keinen Ton. Nee, ist mir egal. Mach du mal einfach, ich stehe. Oh, warum ist alles... Ich hol mir den jetzt nochmal. Was? Ach, es sind alles Wurftränke.
Ich habe jetzt meinen Rittertrank weggeworfen, weil ich nicht wusste, dass es Wurftränke sind. Ich will die immer trinken. Du hast Tränke? Ja, ein Wurftrank. Komm mal her. Wenn es ein Wurftrank ist, kann ich den so einsetzen, dass er für uns beide zählt. Ich bin tot. Okay. Jetzt bin ich schon wieder auf der anderen Seite hier von der Lava, also vom Portal. Ja, weil wenn man Meneta stirbt, ne? Ich aber ja, auch gleich. Das ist ja blöd. Okay. Muss ich hier wieder ganz hin. Ach Mann, und die Leitern bringen hier genau gar nichts bei der Lava. Komm her. Ich komme ja schon. Ach. Hui. Wir haben es schon geschafft. Hui. Und. Aua. So, soll ich auch nochmal? Oder hast du jetzt. Ich habe den Wassereimer schon weggetan und er fließt einfach noch weiter. Es hört sich sehr schön an. Mhm. Ich höre nichts. Aber warum war denn das Wasser jetzt an der Seite da, obwohl ich es da gar nicht hingepackt habe? Ich weiß es nicht, wo ist mein Wasser hin? Weiß ich nicht. Mein du Wasser ist keins. Es du ist vor entschwunden. Okay. Portali. Das fand ich aber jetzt nicht unbedingt den balanciertesten Kampf, den ich je gesehen habe, auch wenn es ein Klassensystem gibt. Aber so eine Menge. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Hallo, lass mich da raus. So. Ich brenne. Ah, da ist ja Wasser. Oh, das Wasser ist verpufft. Hier sind Wasserfälle. Ich bin einen Block vorm Wasserfeld gestorben. Ich komme zurück und teleportiere dich wieder zum Portal. Ja, es geht schon. Ich kann hier einfach durchrennen. Super. Bitteschön. Vielen Dank. Aufpassen. Nein. Wir wollen noch ganz viel Spaß haben jetzt. Ach so. Und Spaß erhöht sich immer dann, wenn man Sachen wiederholt. Weißt du doch. Ja. So, ich habe jetzt keine Klasse. Doch, ich habe noch die Klasse. Du hast doch deine Klasse. Mhm. Hier liegen noch ein paar Pfeile von mir. Ach, bist du schon da unten? Ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Ich bekomme auch. Ach, die werfen mit Tränken oder was? Ja. Sag das doch mal jemand. Die ollen Hexen. Kein Wunder, dass ich dann sterbe. Das war gar nicht meine eigene Schuld, wenn man so will. Die werfen sich gerade aber alle gegenseitig mit Tränken ab. Das ist okay. Ich komme mal, passt schon. Lala. Ich bin auch ja gerade am Kämpfen. Ich hatte nicht vor, umzudrehen. Kann ich von hier oben reinschlagen? Ach komm. Ich kann mit dem Bogen dann gleich durch die Gegend sensen. Das ist ein spezieller Sensenbogen. Das ist sehr interessant, dass ich eine Rüstung habe, aber trotzdem nichts aushalte. Also, trotz Eisenrüstung machen die mich ja so schnell kaputt, dass die Klasse Ritter in der Situation gar nichts bringt. Jetzt habe ich denen irgendeinen Trank hingeworfen und ich weiß nicht, was das gemacht hat. Bestimmt hast du sie jetzt stärker gemacht. Ja, und unsterblich. Ja, ist ja schön. Ich meine, die hauen sich die ganze Zeit gegenseitig, aber irgendwie sterben wollen die auch nicht. So, dann komme ich mal wieder zu dir. Ja. Miau. Viel Spaß in meinem Reich. Hallo, sterben. So, die eine Seite ist gleich tot. Okay. Welche eine Seite? Die eine Seite ist komplett tot. Die andere Seite lebt noch irgendwie so ein bisschen. Ja, da schieße ich steh nicht rein. So, da leben noch zwei Hexen. Hä? Oh, jetzt hast du mich getroffen. Du warst da unten? Ja. Ich sehe dich ja nicht. Und du hast mich sogar getroffen. Ich sehe dich aber nicht. Ja, ja, weil der Server das halt nicht so schnell überträgt, dass ich auch in der Hölle bin. Das ist Minecraft. Ja. Gut. Ich bin vergiftet. Eine sollte noch leben oder zwei waren gerade. Ja, ich bin trotzdem vergiftet. Ich will da jetzt nicht durch die Gegend rennen und gleich dann nochmal sterben. Dann warte, ich bin schon da. Okay. Wie kann ich entgiftet werden? Du stirbst nicht komplett, glaube ich, durch Gift. Ja, es ist auch gleich zu Ende, das Gift. Da, okay. Zu Ende. Sind alle tot. Na gut. Feuerwerk. Sind wir zu Ende? Nein, mit dem Kampf zumindest. Achso. Ich sehe das Feuerwerk, aber nicht dich. Ich bin in dem Wasser denn schon drin. Ich schwimme hier gerade schon hoch. Ich komme mir so einsam vor. Schwimmen schneller. Ach, da bist du. Ach, hallo. Schöne hallo. Füße. Ich krieg immer noch Schaden durch Gift.
Ist egal, du, dadurch bist du langsamer und ich überhole dich jetzt. Okay, es ist das Gift vorbei. Ich habe ein halbes Herz. Ich schieb dich jetzt gerade vor mir her. Bitte nicht in Dispenser sehen. Okay. Da habe ich bei Halbzwilling auf dem Kanal ein Tutorial gesehen, dass man Dispenser auch so hinsetzen kann, dass man nichts draus klauen kann. Könnt ihr mal gucken, für Leute, die Adventure Maps bauen. So. Hier ist es recht dunkel, ich sehe kaum was. Kann ich die Brightness doch hochstellen? Ja. 1, 5, 8, 8, 1, 5, 5, 8, 1. Welche Zahl war in der Kiste mit den Kartoffeln geschrieben am Portal? Ja, 5, 8, 1. Hier, das. Dann drück. Was ist passiert? Die Tür ist aufgegangen. Achso. Da käme ein Kuchen aus dem Dispenser. Hallo. Da. Was passiert mit, was, wenn man Wasser, was, wie platziert man Wasser in der Hölle? Geht nicht. Durch einen Glitch. Ganz normal. Wasser mit der ID? Mir ist ja es egal. Wasser mit der ID. Kannst du noch Wasser drücken. Mit der ID. Dann rennen. Ja, ich renne. Ich rannte. Druckplatten. Ja, Druckplatten. Toll. Und jetzt? Druckplatten. Keine Ahnung. Ich drück sie einfach. Die reichen dir einfach schon aus. Als oh Gott, Begeisterung. Ich habe mich selbst abgeschossen. Mist. Du, ich renne. Talentiert. Ja. Ich habe langsam geschossen, bin um den Pfeil herumgerannt und habe mich selbst davor gestellt. Muss man auch erstmal schaffen. Was müssen wir hier machen? Die Tür ist zu. Hier sind tausende von Druckplatten. Die Tür zerschlagen. Druckplatten. Haben wir noch was? Hier sind auch Druckplatten da drinnen, ne? Dazwischen. Ja. Den Teilen. Ich werf gerade einfach Feuerwerk mal da in die Teile rein. Mhm. Da hier explodiert das. Geht die ganze Map in die Luft. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Ja, ich habe mit gesehen. Den Teilen irgendwas brauen können wir ja auch nicht. Und die Köpfe, die irritieren ja auch nur ein bisschen. Ah. Das war Feuerwerk. Meinst du schönen amerikanischen Farben? Dass es so schön eine Decke einfach kleben bleibt. Ja. Boom. Und deins explodiert in einer Creeper-Kopfform. Aha. Sehr schön. Interessant. Ja, vielleicht, weil ich einen Creeper-Kopf mitgenommen habe. Nee, einen Zombie-Kopf. Also doch nicht. Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird es ja hier zu lösen geben. Ich drücke einfach jede Druckplatte einmal. Mhm. Ich denke nicht, dass. Ich hoffe dann nicht, dass wir auf alle gleichzeitig was drauflegen müssen. Ich hätte jetzt habe ich deine Dingens hier aufgenommen. Das ist aber nett. Ich zünde dir einfach mal. Wunderhübsch. Ich sehe schon. Old Glory. Du hast deinen Spaß. Ich hab Creepy Sparkly. So. Ich versteh's nicht. Ich hau die da einfach wieder rein, so. Wenn ich den treffe. Ich weiß auch gerade nicht, hier stand ja nirgendwo ein Schild, ne? Oder sowas? Nee, ich hab nur Tagebuch 2, aber das ist ja uralt. Das ist ja wirklich alt. Ich werf gerade einfach auf alle Druckplatten mal was drauf. Ich mach mit. Es ist so lustig. Es ist Freude ohne Ende habe ich gerade. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr, jetzt musst du weitermachen. Ja, ich habe noch ein paar Zaubereistängel. Hier hinten. Ja, guck mal, da ist was offen. So, ich habe gedrückt. Du hast gedrückt. Drück nochmal. Ja, da hat sich irgendwas. Drück nochmal. Mhm. Drück nochmal, hier ist irgendwas offen dann. Oh, jetzt habe ich eine Rakete hier drin gezündet. Okay, ich habe einen Schalter gedrückt. Mhm. Jetzt ist der Block hier wieder zu. Die Tür ist offen. Echt? Also, ja. Ja, nicht direkt. Ja, aber man kommt durch. Tagebuch Nummer 3. Dann bist du wieder dran. Truhe. 30.01.2015. Hier war mal ein Labor. Die Wissenschaftler hinterließen ein Buch mit Koordinaten. Dort soll ein Bunker sein, wo alle Wissenschaftler versteckt wurden. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann da. Ja, leider habe ich kein Buch mit Koordinaten. Deswegen sind wir jetzt verloren. Okay, dann gehen wir einfach erstmal durch dieses komische Portal.
Das ja, mache ich das immer, wenn ich mich verloren heute? Fühle. Achso. Durch das, was bei dir im Zimmer steht. Ja. Okay, ich bin... Verloren. Verloren. Hier sind Gedanken. Und Fackeln. Oh. Du kannst ja über die Fackel nehmen, ich lese mal die Gedanken. Ich möchte auch ein paar Gedanken. Eigentlich hatte ich vor, dich durch einen Wald laufen zu lassen, um den Bunker zu finden. Danke, Portal. Stattdessen bist du jetzt in einem Slime-Chunk und musst durch ein zu 20% natürliches Minensystem laufen. Mhm. Okay. Mit Monstern wahrscheinlich immer noch an und... Ach ja, Fackeln haben wir ja bekommen. Na Gott sei Dank. Wo bist du? Folge einfach den Fackeln. Dann ich hab da eine da hingesetzt und das war's. Mehr sehe ich nicht. Oder so, okay. Na gut. Folge den Fackeln. Hast du auch Fackeln? Ja. Setzt du die gerade? Ja. Ach so. Sollte kein Geist sein. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder. Es gibt so viele Wege zum Abbiegen. Ich sehe dich doch. Du siehst mich? Ach ja, hallo. Hey. Guck mal, einfach gerade durchgehen. Perfekte Lösung. Drück ihn hart. Möchtest du ihn hart drücken? Ich bin keine geile Sau. Obwohl, ich drück mal eben. Ich fühle mich ein bisschen benebelt. Ich mich auch dezent. Aber wir dürfen weiter. Keine Milch für dich steht hier noch. Nein! Wir schaffen es auch so, Treppen hochzugehen. Nein! Was wichtig? Für jeden nur ein Buch. Jump'n'Run? Jump'n'Run von Tübi. Ach, was wichtig für jeden nur ein Buch. Ja. Belangsamung ab. Was abbauen? Bei mir steht, ich darf nicht laut lesen. Bei mir steht nicht laut lesen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal. Das heißt, das hebt sich dann wieder auf. Wäre es eine gerade Zahl gewesen? Ach nee, das ist ja, okay, jetzt 13. Okay, dann lese ich mal leise vor mich her und schau mal, was da Schönes auf uns zukommt. Mhm, ich auch. Okay. Bis? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich bin einfach mal durch meine Tür gegangen. Ich muss es nochmal verstehen hier. Er muss deine Tür öffnen. Ja, was, wie lange... Du darfst doch nicht vorlesen. Was? Nein, hier ist ein Schild. Kann ich jetzt eine Milch haben? Ich bin es immer noch hier. Es geht noch 35 Sekunden, ja. Aha. Aber wie soll ich das denn dann lesen hier? Ist bei dir ein Jump'n'Run? Ja. Okay. Ja, Hilfe. Ich hab hier so... Boah, ey. Mit dem Wackeligen ist der gerade ein bisschen ungünstig. Also ich würde gerne sehen, was du machst. Nein. So. Moment, hä? Was ist los? Achso,